Mein Ego-Tod-Video hat viel Skepsis verursacht. Ist man denn alles? Ich bin mein Gehirn. Eigentlich ist das überhaupt der größte Bullshit. Natürlich sind wir auch unsere Körper. Wenn ich sage, yo Unge, ich komme nach Madeira und erkläre dir ein paar Dinge über Bewusstsein, meine ich nicht, dass mein Körper ja genauso gut hier bleiben kann, weil ich ja eigentlich alles bin und daher auch schon direkt in Madeira bin. Aber ist der Körper wirklich das Einzige, was wir sind? Ist es die wichtigste Zutat von uns? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Für einige wirkte das Video wie esoterisches, unwissenschaftliches Hippie-Gelaber. Meine Theorie sei ja nur eine durch Drogen induzierte Halluzination, die mir gewisse Wahrheiten vorgaukelt. Es sei ja nur eine weitere Ansicht, wie bei bestimmten Religionen oder Parteien, die denken, dass sie den Durchblick haben. Doch wie wir später feststellen werden, gibt es bei diesem Thema Dinge, die sicherer sind als alles, was je von irgendwem behauptet wurde. Was war Unges Maßstab für Wahrheitsgehalt nochmal? Ich glaube nur an das, was die Wissenschaft festgestellt hat. Na, dann schauen wir mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Manuel vom Philosophie-Channel Green Rabbit hilft mir dabei, damit ihr seht, dass nicht nur crazy Dudes, die sich beim Drogennehmen filmen, meine Ansichten teilen, sondern auch crazy Dudes, die solche Videos hier raushauen. Jo Leute, heute Morgen bin ich neben dieser Shampoo-Flasche aufgewacht, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und außerdem ist das sowieso abgelaufen. Sorry Manuel, der musste sein. Um zu verstehen, was die Wissenschaft zu diesem Thema sagt, müssen wir erst einmal ein wenig philosophisch herleiten, welche Fragen die Wissenschaft hier überhaupt beantworten muss und auf welche Probleme wir dabei möglicherweise stoßen. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn es um Bewusstsein geht? Denkt mal darüber nach, wie ihr diesen Begriff einem anderen Menschen erklären würdet. Das Phänomen des Bewusstseins steht in direktem Zusammenhang damit, dass unser Erleben der Welt mehr ist als bloß Prozesse im Gehirn. Wenn wir die Farbe grün sehen, dann sind da nicht nur neuronale Prozesse im Gehirn, sondern wir haben ein Erlebnis von grün. Der neuronale Prozess bedingt zwar das Erlebnis von grün, aber er ist nicht das Erlebnis. Wenn wir frieren, dann ist dies auch mit neuronalen Prozessen im Gehirn verbunden, vielleicht Alarmbereitschaft und auch gewissen Körperreaktionen, wie zum Beispiel Zittern. Aber das ist nicht alles. Es fühlt sich auf eine gewisse Weise an zu frieren. Und dieses Erleben der Welt, nicht die neuronalen Prozesse, sondern das Erleben ist gemeint, wenn wir von Bewusstsein sprechen. In der Philosophie wird dieser Erlebnisgehalt als Qualia bezeichnet. Alles, was ich im Ego-Tod-Video gesagt habe, steht in keinem Widerspruch zu irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Doch was weiß die Wissenschaft über Bewusstsein? Was hat das Bewusstsein für einen Zweck? Was glaubt ihr, sind da die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Oder was ist nach eurem eigenen Gefühl der Zweck von einem Bewusstsein? Ich gebe euch kurz 3 Sekunden zum Nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Antworten, die hier gegeben wurden, eigentlich Antworten auf die Frage waren, was das Ego bringt. Fakt ist nämlich, dass die Wissenschaft bis heute noch keinerlei Erkenntnisse darüber hat, was für einen Zweck das Bewusstsein hat. Rein theoretisch könnten hier alle chemischen Reaktionen unseres Gehirns ablaufen, ohne dass da ein Bewusstsein ist, das diese Aktivitäten zu einem gewissen Grad wahrnimmt. Nächste Frage, was weiß die Wissenschaft über den Standort des Bewusstseins? An welchem Ort sitzt eurer Einschätzung nach das Bewusstsein? Ist das Bewusstsein eine chemische Reaktion im Gehirn? Viele würden instinktiv auf diese Frage mit Ja antworten, weil es einem im Alltag ein bisschen so vorkommt, als wäre man eine Entität, die im Kopf sitzt. Vor allem, weil die Augen gefühlt das eindrucksvollste Sinnesorgan sind, kommt es einem so vor. Aber auch hierzu gibt es keinerlei Erkenntnisse in der Wissenschaft. Natürlich will ich euch den Fakt nicht vorenthalten, dass es gewisse Essays und Arbeiten gibt, die versuchen zu erklären, inwiefern Bewusstsein ein Produkt von neuronalen Prozessen im Gehirn ist. Aber alles in allem hat man da noch keinen Plan. Und viele dieser Analysen verwenden beschränkte Definitionen von Bewusstsein und setzen es mit Denken, Ego oder Selbstbewusstsein gleich. Erst vor wenigen Wochen kam ein Podcast raus mit dem Neurologen Sam Harris und dem bekanntesten Evolutionsbiologen Richard Dawkins. Und die reden auch eine halbe Stunde über das Thema Bewusstsein und sind sich einig, dass man bis heute aus wissenschaftlicher Sicht weder einen Nutzen vom Bewusstsein feststellen konnte, noch gibt es irgendwelche Untersuchungen, die zeigen, dass das Bewusstsein aufgrund einer chemischen Reaktion im Gehirn existiert.
Aus diesem Grund ist die Theorie, dass Bewusstsein ein fundamentaler Baustein dafür ist, dass überhaupt was existiert, immer verbreiteter, was Annika Harris sehr schön in ihrem Buch Conscious schildert. Ich bin ein Gerüst aus Fleisch und Knochen und Wasser und Blut, was sich evolutionstechnisch so entwickelt hat, Spezies Mensch, und durch bestimmte Neuronenstränge in meinem Gehirn tue ich jetzt das, was ich gerade tue, und zwar darüber reden, dass ich kein Bewusstsein bin, sondern einfach nur Biomasse, die durch die Evolution es geschafft hat, Dinge zu hinterfragen. Was das sogenannte materielle Dasein des Menschen betrifft, basiert diese natürlich auf Prozessen der Evolution. Was das Bewusstsein, was wir ja auch sind, betrifft, ist bei weitem nicht geklärt, woher dieses Phänomen überhaupt kommt. Wenn wir nur die biologischen Prozesse unseres Körpers sind, dann ändert sich ja das, was wir sind, andauernd. Man kann im Krieg bei Call of Duty ein Bein verlieren, ab- oder zunehmen, unterschiedliche Speisen essen. Als Mensch bestehe ich zu 60% aus Wasser. 61%, Bitch! Ich bin soeben mehr ich selbst geworden. Während sich also unser Körper jede Sekunde ändert, bleibt der Prozess der Wahrnehmung konstant. Der Inhalt unseres Bewusstseins ändert sich, unser Bewusstseinszustand, die Qualia, aber nicht das Wahrnehmen selbst. Also weil Bewusstsein die konstanteste Zutat unseres Seins ist, ist es doch gewissermaßen das, was wir am meisten sind, die Essenz unserer Existenz. Bewusstsein ist das Ich, das überhaupt erst weiß, dass es einen Körper hat. Wenn ihr dieser Erklärung folgen konntet, eins in den Chat. Fuck, ist dieses Video zu kompliziert für die sanfte Abendunterhaltung? Keine Sorge, bald mache ich wieder eine lustige Straßenumfrage oder ein Quiz zum Mitraten und Spaß haben für die ganze Familie. Nächste Frage, wie kannst du erkennen, ob etwas anderes ein Bewusstsein hat? Wenn du jetzt sowas gesagt hast wie, ja, wenn ich sehe, dass die Lebewesen Schmerz empfinden, sich freuen, etc., dann war das eine falsche Antwort. Wenn man träumt, scheinen die Personen im Traum ja auch Schmerz und Freude zu empfinden, aber haben die dann automatisch ein Bewusstsein? Aus deiner jetzigen Perspektive kannst du dir nur sicher sein, dass du selbst ein Bewusstsein hast. Selbst wenn jemand zu dir herkommt und sagt, ich habe ein Bewusstsein, ich schwöre, beweist das nichts. Das könnten ja auch Personen im Traum sagen oder Roboter. Haben die dann auch eins? Solipsismus nennt man die Theorie, dass man das einzige bewusste Wesen ist und dass alle anderen nur leere Biomasse sind, die von nichts wahrgenommen wird. Ich halte die Theorie für äußerst unwahrscheinlich, aber ich will nur zeigen, wie wenig wir über das Thema wissen und wie eingeschränkt auch die wissenschaftlichen Möglichkeiten hier sind, weil einer der maßgeblichsten Merkmale von Bewusstsein ist, dass es etwas ist, das man selbst erleben muss. Yo, Simon sein ist krass. Das musst du unbedingt erleben. Wie ist Unge sein wohl so? Du brauchst keinen Forscher, der zu dir herkommt und sagt, ja, du bewegst dich, reagierst auf die Umwelt, hast wohl ein Bewusstsein. Du oder dein Bewusstsein seid die einzigen, die hier Forscher spielen können. Logisch möglich ist immer alles. Alles kann eine Simulation einer höheren Lebensform sein, vielleicht bist du das einzig existierende Bewusstsein und alle anderen Menschen haben gar keins. Gibt es überhaupt ein Gehirn oder besteht vielleicht alles nur aus Bewusstsein? Mit absoluter Sicherheit werden wir über diese Dinge keine Aussage treffen können. Bestimmten Fragen kann man aber auf den Grund gehen. Zum Beispiel, ist die Existenz eines erlebenden Selbst ein notwendiger Bestandteil des Bewusstseins? Einfacher gefragt, ist es für das Phänomen des Bewusstseins nötig, dass jemand dieses Erleben hat? Es deutet vieles darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Unsere Alltagserfahrung lässt uns zwar etwas völlig anderes glauben, es scheint jedoch Formen des bewussten Erlebens zu geben, die ohne ein Selbst auskommen. Ein Beispiel dafür ist eine seltene psychische Erkrankung, die mit einem dauerhaften Verlust eines Selbstgefühls zusammenhängt, das sogenannte Cotard-Syndrom. Patienten mit dieser Erkrankung glauben tatsächlich nicht zu existieren und nutzen zum Teil nicht einmal mehr das Pronomen Ich. Für den gesunden Verstand unbegreiflich, aber es gibt tatsächlich solche Fälle. Auch die Erfahrung, die man als Ego-Tod bezeichnet, deutet auf solch eine Erfahrungsebene ohne die Existenz eines Selbst, ohne das Ego hin. Und dieser Ego-Tod kann nicht nur drogeninduziert auftreten, auch spirituelle Praktiken können auf genau solch einen Zustand hinarbeiten. Es gibt keinen mehr, der erlebt, sondern nur noch das Erleben. Was sagt das darüber aus, wer wir sind? Die Sache ist,
dadurch, dass ich halt selber noch nie so eine Erfahrung gemacht habe, ich glaube, das sind so Dinge, die kann man sich nicht richtig vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Es ist aber auch nichts, was sich so anhört, als würde ich es gerne erleben wollen. Ich will dich nicht dazu anstiften, das zu erleben, aber ich kann dir zu 100% garantieren, dass du anders über Realität nachdenken würdest, wenn du eine solche mystische Erfahrung hättest. Sei es durch Meditation oder Psychedelika. Und ich weiß, wie dämlich sich das anhört, weil religiöse Menschen genau das Gleiche sagen. Wenn Gott zu dir gesprochen hätte, wie er zu mir sprach, dann wärst du auch ein Christ. Aber der Unterschied zur Religion ist, dass diese Erfahrung reproduzierbar ist. Und Reproduzierbarkeit ist eines der Grundsätze der Wissenschaft. Man kann es halt nur durch Selbsterfahrung herausfinden. Genau wie die Tatsache, dass man überhaupt ein Bewusstsein hat. Also schaut auch das Bewusstsein von einer Bakterie durch die Augen der Bakterie und denkt sich, oh krass, das Leben hier, es geht voll ab, Alter. Ja, ich bin eine Bakterie. Was geht bei dir? Ja, ja. Was hat also ein Bewusstsein? Denkt eine Zelle, yo, ich bin die Zelle? Ziemlich sicher nicht. Aber Denken ist ja nicht gleichbedeutend mit Bewusstsein. Das wird oft verwechselt, denn die chemischen Prozesse des Denkens könnten auch stattfinden, ohne dass diese wahrgenommen werden. Also könnte eine Zelle eine Wahrnehmung haben, die nichts mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun hat. Eine Wahrnehmung, die kein Denken beinhaltet. Und ja, ich weiß, wie unmöglich das ist, sich das als Mensch vorzustellen, denn ich bin ja auch einer. Oder? Ihr hättet auch ein Laubfrosch werden können. Du hättest auch ein Laubfrosch werden können. Unge ist einerseits skeptisch, wenn ich behaupte, dass unser eigentliches Ich Bewusstsein ist, aber so wie er in diesem Satz das Ich bzw. du verwendet hat, sieht er es ja selbst als etwas, das unabhängig von Gehirn und Biomasse existiert. Gehirn kann ja damit nicht meinen, weil kein Menschengehirn in einen Laubfrosch passt. Das Ich, das Unge hier meint, ohne es zu merken, ist das wahre Ich, das Bewusstsein, also... Vielleicht bist du auch ein Laubfrosch, denn was ist der Unterschied zwischen dir und dem Laubfrosch? Er hat eine andere Biomasse. Aber vielleicht ist das Bewusstsein, das diese Biomasse wahrnimmt, das gleiche Bewusstsein, das dein Leben wahrnimmt. Und vielleicht ist es auch das Bewusstsein, das alles wahrnimmt. Und vielleicht kann man das in gewissen Bewusstseinszuständen erkennen. Es ist wirklich sehr schwierig, sich vorzustellen, dass man eigentlich alles ist. Daher finde ich den Vergleich mit dem Traumzustand immer sehr gut. Wenn du träumst, dann bist du ja theoretisch eigentlich auch alle Personen im Traum. Und im echten Leben könnte es ja genauso sein. Deshalb ist es so spannend, verschiedene Bewusstseinszustände selbst zu erfahren und zu erforschen. Denn es ist etwas völlig anderes, in der Theorie darüber zu sprechen, dass das Ego ein reines Konstrukt des Gehirns ist oder eben selbst solch eine Auflösung des Egos zu erfahren. Genauso wie es offensichtlich etwas anderes ist, über die Wellenlänge und die neuronalen Vorgänge bei der Wahrnehmung von Grün zu sprechen und selbst Grün zu sehen. Es ist irgendwie ironisch, dass die Leute schnell meinen, dass irgendwas unwissenschaftlich wird, sobald man solche Themengebiete anschlägt, obwohl eigentlich die Tatsache, dass du dir gerade etwas bewusst bist, das Einzige ist, was du sicher sagen kannst. Das ist sicherer als alles, was man je in der Forschung rausgefunden hat, weil die Forschung ja genauso Teil deiner solipsistischen Einbildung sein könnte. Zeigt einem LSD jetzt also die Wahrheit? So viele Leute meinen, auf Psychedelika oder Meditation zu erkennen, dass sie mehr sind als ihr Körper. Sie meinen, das Gefühl zu kennen, wie es ist, völlig mit der Umwelt eins zu sein oder wie es ist, Bewusstsein ohne die Wahrnehmung des Egos, des Menschseins zu haben. Gaukelt ihnen da das Gehirn eine falsche Realität vor? Ich weiß es nicht genau. So wenig wie du weißt, ob das dein Gehirn so oder so die ganze Zeit macht. Vielleicht hat Neo nach dem Einwurf der roten Pille auch einfach nur halluziniert. Doch vielleicht hat er tatsächlich einen Einblick in die wahre Natur seiner Existenz bekommen. Ihr Jonathan Frakes. In eines der nächsten Videos erkläre ich, warum es eigentlich ein unbestreitbarer Fakt ist, dass es keinen freien Willen gibt. Hierfür solltet ihr diesen Kabal abonnieren und auch den von Green Rabbit, denn der redet nur über solche philosophischen Themen. Das geht über meine Vorstellungskraft hinaus.